Und hallo YouTube und willkommen zum Buch der Woche. Und in diesem Video geht es um das Buch, das ich für meine Recherchen zur germanischen und nordischen Mythologie wohl am allermeisten verwende. Es ist für praktisch jede Recherche eine Kernquelle und fast immer auch meine erste Anlaufstelle, wenn es etwas nachzuschlagen gilt. Das Lexikon der germanischen Mythologie von Rudolf Simek. Darin finden sich Einträge zu praktisch allen Themen der germanischen Mythologie. Von Göttern wie Odin und Thor, über Konzepte wie Yggdrasil und die Neun Reiche, bis hin zu kulturellen und historischen Themen wie der kulturellen Bedeutung verschiedener Tiere. Es ist hervorragend geschrieben und absolut fundiert. Es beruht auf akademischer Literatur und umfangreicher Forschung. Fast egal, zu welchem Thema der germanischen Mythologie ich ein Video mache, als allererstes schlage ich es in diesem Buch nach und auch beim Lesen der Eddas und Sagas ist es immer ein hervorragendes Werk zur Hand zu haben. Besonders toll ist auch, dass die verschiedenen Einträge stets auch direkt auf Primärquellen verweisen und angeben, in welchen Versen und Zeilen der Edda bestimmte Informationen zu finden sind.